Salut à tous, ciao à tutti, hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zur Tagesschau. Die Rover haben gestern Abend im Endegelände ein Konzert von LC One und weiteren Künstlern geniessen. Hier jetzt ein paar Einblicke. Ich war krank, ja. Fuck. Ich bin völlig im Zeug, das ist geil. Die Stimme ist komplett weg. Schön, es ist ein bisschen heimgekommen, muss ich sagen. Ich meine, ich habe das letzte Mal vor 8 Jahren bin ich in der Pfadi gesehen. Und es ist schön, dass ich noch so, kann ich so die Connection zu der Pfadi habe. Ich freue mich natürlich sehr fest. Ich habe vor 14 Jahren bin ich selber im Bula gesehen und habe wegen dem Bula angefangen zu rappen. Und jetzt, 14 Jahre später, dürfen selber auf der Bühne stehen, ist für mich sehr emotional. Ja. Ich bin der Humor und ich bin Teilbereichsverantwortlicher von der Mova-Beize Ende Gelände in Münster. Es ist so, dass alle Künstler und Künstlerinnen gesagt haben, sie kommen ohne eine fixe Gage. Wir haben die QR-Codes, die man einscannen kann und etwas zu finden, so viel wie man möchte. Und das tun wir dann an Künstler weiterleiten. Und das ist schlussendlich ihre Gage. Es ist noch nicht so wahnsinnig gut abgelaufen. Wir sind froh, wenn noch etwas zusammenkommt. Ich glaube jetzt aber, wenn wir noch ein paar grosse Konzerte haben und viele Leute da sind, wird sicher noch etwas zusammenkommen. Come sicuramente saprete, diverse delegazioni internazionali sono presenti nel MOVA. Ieri abbiamo potuto accompagnare i diversi gruppi in una grande riunione. Vi älskar scouter! We love scouts! Vi sono ohne scouts! Go alle scouto! So tell me, where are you from? Finland. Hi, we are from the Czech Republic. I am from California. Serbia. What are big differences about Scout in Switzerland and in England? We don't build cool things. We don't get any of them. Because everyone's building like wooden structures. We just build absolutely nothing. Swiss Scouts are very loud. Finnish Scouts are more to themselves. So, how do you like the camp so far? Yeah, I think it's very good. It's like it's so big and there are so many people and I actually get to know the Swiss people. It's super fun. I agree, yeah, it's super fun. It's been a great experience. I mean, I've yet to go to the National Jamboree in the United States, but I mean, if it's anything close to this, it'll be a blast. And this has just been, this is beyond what I've ever seen before in America. Yeah, no, I mean, I completely agree. I mean, our summer camps never get this big. The people, it's probably the best. And also going up into the mountains and climbing there, that was really fun. Yeah, it's stunning, and the whole country is stunning. Yeah. Tous les groupes des Pico ont construit ensemble une grande et impressionnante cabane dans la forêt. Voyez-vous même. Hoi, ich bin der Private von der Pfadi Wenn, komme aus Zürich und da sind wir im Baumhaus. Wir sind auf dem Platz Oberwald, ganz, ganz oberst vom MOVA-Gelände. Wir haben ein riesiges Baumhaus gebaut. Wir haben rund 700 bis 800 Quadratmeter Bretter verbaut und Rundholz für etwa 15.000 Steine hier oben. Seile sind es irgendetwas bei den 20 Kilometern oder so, die wir verbaut haben. Wir haben Leute aus halb Europa da, wir haben 20 Dänen da, wir haben Leute aus Deutschland da, aus Österreich, aus Holland, aus der Schweiz. Ich komme aus Deutschland, aus Freiburg und aus Süddeutschland und ich baue dort auch Baumhäuser, so wie hier. Also unser Team hat 3 Plattformen gebaut als Teil von dem ganzen Projekt hier, wo wir insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube 13, nee, mehr noch Plattformen gebaut haben.
Am Anfang, je nachdem, steht meistens noch nichts im Wald. Man kommt in den Wald und überall sind nur die Bäume. Am Anfang wird meistens gezeltet oder unter Planen geschlafen. Und dann werden die ersten Tage wird viel gebaut. Und sobald man fertig ist, kann man dann hochziehen aufs Baumhaus und dann dort schlafen. Ja, im Moment haben wir einen Workshop, wo wir so ein bisschen üben sind, wie man das Baumhaus baut. Und da bin ich gerade am Baumklettern, was recht schwierig ist, aber lustig. Also ich weiß nicht, wie hoch ich noch gehe. Wahrscheinlich nicht allzu hoch, weil ich habe ein bisschen Höhenangst. Kommt unbedingt auf Oberwald. Es rentiert sich, das Baumhaus noch zu sehen, weil es ist das grösste Baumhaus, das in der Schweiz je hat gegeben. Und das seht ihr bis zum nächsten Bundeslager sicher nicht mehr. Weiter geht's gerade direkt mit dem Wetter. Liebes Mova, cher Mova, caro Mova, benvenuti al Meteo. Mit viel Sonnenschein und warmen 25 Grad sind wir in die zweite Woche Mova gestartet. So geht es auch weiter mit leicht steigender Tendenz. Wir erwarten bis am Donnerstag Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad und die Sonne strahlt weiterhin wie eine grosse. Cette deuxième semaine du Mova continue sous le soleil et une température maximale de 29 degrés qu'on attend pour jeudi. Et des good news, le Grumsler se faiblira. Questa seconda settimana di Mova continua con il sole e una temperatura massima di 29 gradi prevista per giovedì. Ancora di good news. Il vento, il Grimsler, si fa più debole. Jetzt wünsche ich euch einen schönen 1. August und eine ganz spannende Vier. Für alle vor dem Bildschirm, bleibt dran, es gibt einen Livestream. Lasst euch das nicht entgehen. Bonne soirée, bon 1er août, soyez curieux pour la cérémonie. Buona serata e buon 1er agosto. Liebes Mova, das war es. Bisous, la Miss Meteo. Questa era l'edizione odierna del telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon 1 agosto, buon 1er août, ganz schönen 1. August und bis bald auf Mova TV.